Mit dem Ignis bringt Suzuki frischen Designschwung in die Kleinwagenklasse, wobei es sich hier um eine Art Mikro-SUV handelt. Der 3,70 Meter kurze Ignis ist wohl kaum mit einem Konkurrenten zu verwechseln, vor allem Seitenansicht und Heck sind so anderswo nicht zu finden. Auch der Innenraum zeugt von eigenständigem Design. Das Cockpit ist erfrischend anders, wenngleich die Anordnung von Anzeigen und Bedienteilen sehr uneinheitlich ist. An zentraler Position befindet sich das Suzuki-typische Touch-Display, darunter zahlreiche Knöpfe und Ablagen für Getränke und Kleinkram. Besonderheit im Innenraum sind, je nach Version, die verschiebbaren Rücksitze, womit der Ignis dann allerdings nur als Viersitzer typisiert ist. Dafür erhält man aber eine beachtliche Portion Variabilität und kann zwischen mehr Kofferraum oder mehr Sitzkomfort wählen. In Grundstellung fasst der Kofferraum 260 Liter. Wenn die Rücksitze umgeklappt sind, steigt die Kapazität auf immerhin 1100 Liter. Aufgrund der mächtigen C-Säule ist die Übersicht nach hinten eingeschränkt. Der Ignis ist stets mit einem 1,2 Liter Vierzylinder-Benziner mit 90 PS ausgerüstet. Die Kraftübertragung erfolgt prinzipiell über ein Fünfgang-Schaltgetriebe. Höchstgeschwindigkeit ist 170 km/h. Das Fahrwerk zählt zur unauffälligen und eher weicheren Sorte. Den hohen Aufbau merkt man in schnellen Kurven oder beim flotten Richtungswechsel, aber Probleme hatten wir damit keine. Die Lenkung könnte weniger gefühllos sein. Wer sanft und vorausschauend unterwegs ist, kann den Ignis mit 5 Liter Verbrauchswerten bewegen. Vor allem, wenn es sich wie hier um die Mild Hybrid Variante handelt. Ein Paket, das aus Start-Stopp-System, Lithium-Ionen-Akku, Startergenerator und Bremsenergie-Rückgewinnung besteht. Der kleine Suzuki ist übrigens auch mit einem automatisierten 5-Gang-Schaltgetriebe erhältlich. Auch eine All-Grip Allrad-Version mit Visco-Kupplung ist verfügbar, diese aber nur als Schalter. Die Preise beginnen bei 12.490 Euro für den Ignis Pure, der allerdings ohne Klimaanlage kommt. Ignis mit Automatik gibt es ab 15.990 Euro, die Mild Hybrid Variante kostet ab 17.790 Euro und den All-Grip Allrad Ignis ersteht man um 16.790 Euro bzw. mit Mild Hybrid ab 18.990 Euro. Die Dualkamera gestützte aktive Bremsunterstützung ist beim Mild Hybrid immer serienmäßig, sonst gegen 2.000 Euro Aufpreis selbst beim Pure erhältlich. Weitere Impressionen vom neuen Ignis hier noch in einem unkommentierten Zusammenschnitt.